Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich meine, guter Einstieg, würde ich mal sagen. Sorry, ich bin noch ein bisschen krank. Also jetzt nicht schlimm. Ja! Ich komme jetzt, Moment! Ich habe. Ja, Moment! Oh mein Gott, Vlogging mit so vielen kleinen Kindern zu Hause ist spaßig. Auf jeden Fall, was wollte ich eigentlich sagen? Also. Heute nehmen wir euch wieder durch den Tag mit. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist jetzt wieder 2 Tage lang kein Video raus. Philipp, ich komme gleich. Mein Gott. Immer diese Männer, die machen Druck, dass wir uns beeilen. Ja. Ich bin richtig verwirrt. Bin ein bisschen krank und ein bisschen durch. Wir haben uns jetzt angezogen. Philipp ist sehr ungeduldig, wie ihr seht oder hört. Weil wir gehen jetzt oder fahren jetzt nach Tschechien. Gestern war bei uns österreichischer Feiertag. Und wir waren nicht Essen einkaufen. Jetzt haben wir uns die Pässe geschnappt und jetzt fahren wir in die Tschechei. Wir haben ganz nah bei uns hier 40, 45 Minuten und die haben ja immer offen. Ne? Heute ist ja Sonntag, gestern war Feiertag, heute ist Sonntag und die haben halt immer offen und dementsprechend nutzen wir das. Wir würden es auch so schaffen. Das Problem ist nur, ich habe keine Windeln mehr für den Philipp und ich habe euch ja erzählt, dass ich versuche, dass er sauber wird aktuell. Ich sag's euch, Leute, das klappt so nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Gestern hat er nur Unterhose angehabt, aber er sagt erst dann, wenn es schon passiert ist. Es kommt einfach nicht früher aus ihm raus und das ist halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig, weil ja, er wirklich nicht den Ansatz dazu macht, dass er sauber werden will. Er hat auch in der Früh, wo ich ihm keine Windel angezogen habe, eine halbe Stunde lang geweint, gemeckert, er wollte keine. Jetzt habe ich für mich gedacht, vielleicht ist es zu früh für ihn. Ja, er wird ja im Januar 4, aber es ist halt zu früh. Und ich darf mich da jetzt nicht stressen lassen, weil es gibt eine Bekannte, mit der habe ich mich vor ein paar Wochen ausgetauscht und ihre Kinder sind halt schon seit 1,5, 2 Jahren, also seitdem die 1,5 oder 2 sind, sauber. Und da dachte ich mir so, oh mein Gott, krass, wie gut. Ja, ich habe aber durch das, dass ich 5 Kinder habe, habe ich wirklich die Referenzen selbst bei mir, dass jedes Kind einfach sein eigenes Tempo hat. Patrick war mit 2,5, die Michelle noch viel früher. Jedes Kind hat so sein eigenes Tempo und es ist jetzt nicht schlimm. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, egal, mach jetzt kein Drama draus und ich brauche Windeln, weil ich habe keine mehr. Deswegen fahren wir jetzt nach Tschechien, also hauptsächlich. Genau, weil die letzte, die wir hatten, hat er gerade an. Und da er sich ja auch nicht bemerkbar macht, brauche ich jetzt dabei noch nicht. Vielleicht ist es ja in 2 Monaten oder in 1 Monat schon ganz anders. Und ich stresse mich jetzt unnötig und ich stresse ihn auch unnötig. Dementsprechend, ja, kurzes Auskotzen mit euch. Gut, let's go. Und der Philipp kann schon nicht mehr warten. Der Papa lässt die Hunde nochmal schnell Pipi machen in unseren Garten. Das habt ihr, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ja? Luisa muss mir jetzt was zeigen. Wow! Luisa spielt Fußball. Also wie ihr seht, die Terrasse, glaube ich, habt ihr noch gar nicht gesehen. Die ist neu. Und der Weg. Und das Gartentor kennen die schon, oder? Ich glaube, oder? Das hatten wir damals, als wir die Welpen... Gelockt. Gelockt, doch. Gelockt. Gelockt. Wir haben... Ja, du meinst früher. Ja! Ich weiß. Schatzi, du bist die Beste. Die Hunde laufen immer nur unter dem Schatz. Unter dem Trampolin? Mhm. Naja, so, ich gehe mal ins Auto, mir ist kalt. Wir sind jetzt angekommen beim Kaufland. Ja. Und draußen riecht es nach Würstchen, oder? Riecht es nach Würstchen? Aber was sonst? Du warst im Auto warten, oder? Lisa hat ein Mützchen gemacht. Und wieder du hast Bauchschmerzen, ich will nicht gehen. Und ich fühle mich auch voll kränklich jetzt nach der Autofahrt. Und ich bin entwürst. Also ich du bist entwürst. Wie was? Ich fühle mich super. Michael fühlt sich super. Holst du den Philipp raus? So, let's go. Sehr groß, dieser Kaufen. OMG, crazy, wie riesig der ist. Jedes Mal denke ich mir das. Schauen wir mal, wie tschechische Tomaten riechen. Sollen wir Tomaten kaufen? Die riechen sehr gut. Zum Kotzen? Wirklich? Ich kauf dir was Süßes. Geht, oder ein Kuscheltier. Geht's dir dann besser? Ja. Da, du magst auch ein Süßigkeiten? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme so kleine Tomaten. Bitte, magst du auch Tomaten? Nein? Was magst du? Magst du was Süßes? Alle unsere Kinder sind bockelig. Kinder, ein bisschen mehr bessere Laune. 1, 2.
Gell, da ist gar nicht mehr kalt. Hier gibt es auch Kürbisse. Ja, schau mal, kostet 69 das Kilo, also 70. 2,77 € ein Kilo. Okay. Ist okay, ist oh gut. Ja, bitte. 3 Euro ein Kilo, ich zahle nicht 12 Euro, was ein Kürbis ist. Wieso 12? Das ist sicher 4 Kilo. Du meinst, bei uns im Ort finden wir für 5 Euro das Stück. Aber ich unterstütze meine Bauern. Oh, du unterstützt deine Bauern. Aber 6 ist doch best, aber 6 ist doch gut. Ich schau mal hier kurz bei den Teigwaren. Sag 0,08 Euro. Dankeschön. Danke für nichts. Da gibt es urviele Reisnudeln. Reisnudeln sind echt gut. Schau mal, Organic Proteinpasta. What? Vegan. Okay. Sind Nudeln? Naja, nicht immer, oder? Proteinpasta, interessant. Really cool. Achso, das sind Quinoa Fettuccini, deswegen. Green, Sojabean, Bohnen, Spaghetti. Was nimmst du dir damit? Cupcake. Das schaut so giftig aus. Hey, schau, die haben sogar eine glutenfreie Abteilung hier. Mal andere Sachen, die es bei mir zu Hause nicht gibt. Cool. Aber schau mal, wie geil, wie viele verschiedene Nudelnarten es hier gibt. Das möchte ich gern probieren. Das schaut irgendwie lecker aus, das Brot. Schau, helles Brot. Es ist viel günstiger wie das von Share. Magst du helles Brot? Ja, ich nehme helles Brot. Nimm das da. Das ist das Gleiche. Wieso soll ich das denn nehmen? Weil es besser aussieht. Das sind Nudeln aus Mais. Bitte, wie cool ist das denn? Hier gibt es auch voll viele verschiedene Mehlarten. Hier gibt es Reismehl. Einfach so, wahrscheinlich ist das, ich gehe mal davon aus, Buchweizen. Was ist das? Brown Bread Flour. Aha, schon für Backmischung. Das ist dann für Kuchen, weißes Brotmehl. Mega geil, ich bin richtig im Paradies hier. Schau, wie viele Brotarten, wie viele Mehlarten es gibt. Von Erbsen bis hin zu, keine Ahnung, aber Reis, also Reis, auch Reis. Reis. Wow, bist du hier Reis gelesen? Rizorba. Rizorba. Keine Ahnung. Molka. Ich gehe mal davon aus. Da gibt es Starbucks-Kaffee in der Flasche. Cappuccino. Schau, das ist auch Kartoffel. Schokokartoffel. Irgendein lustiger. Was habt ihr? Hier haben sie Lollis gekauft. Zeig mal dem Papa, welche Lollis. Schau mal, machst du auch für dich ein, wenn du mal was? Ja, das brauchst du mehr als ich. Leute, wir wollten noch ein bisschen einkaufen, aber wir sind voll auf Süßigkeiten eingestellt. Oha! In den 90ern. Ah ja, stimmt. Ich zeige euch mal, wie klein diese Haribo-Tüten hier in Tschechien sind zum Vergleich. Das hat 85 Gramm. Dubai-Schokolade. Schaut aber so aus, oder? Mit Pistaziencreme. Oh mein Gott, das ist Kindheit für mich. Das habe ich seit den 90ern nicht mehr gesehen. Es gab so Kinderriegel von Milka mit der Kuh drauf. Oh mein Gott. Die nehme ich. Wir sind jetzt bei der Suppenabteilung. Schaut euch mal das an. Es gibt hier Suppen, die man sich so in Schüsseln kaufen kann. Da schüttet man nur mehr Wasser drüber. Man kann im Büro dann Tom-Yum-Suppe essen. Ne? Warte, Lara, beruhige dich. Was macht ihr denn? Proviant für Winter. Und da gibt es auch so eine geile, richtig große Maggi-Flasche. Der Party zieht ja bald aus. Vielleicht würde ich ihm so eine zuschenken. Ja, Schatz, wirst du ihn vermissen? Ja. Ah. Philipp, bitte geh weg von den Flaschen. Du. Oh nein, Schatz. Der wohnt dann im Studentenheim. Der will in Wien wohnen, deswegen. Komm, wir sind fertig. Wir haben echt viel Zeugs gekauft. Windeln habe ich auch. Ich habe keine Pampers genommen. Ich habe so irgendwas anderes. Aber steht auch Deutsch, ja? Langzeittrocken. Ja, wir haben auf jeden Fall echt viel eingekauft. Was haben wir jetzt ausgegeben? 130 Euro. Ja, bei der Kasse stand aber 3.200 oder 1.000? 3.000. Ich glaube, das war alkoholfrei oder? Eine will ich trinken. Ich will einfach, wie ein Kind, er möchte alles aufmachen, alles Neue.
Das ist es bei uns zu Hause nicht gibt. Genau. Zu Hause angekommen ist die Aufgabenverteilung so. Die Michelle räumt die Einkäufe aus. Papa hat den Pizzateig, den er heute vorbereitet hat, ausgerollt. Und ich belege jetzt die Pizzen. Ich habe jetzt die passierte Tomaten in dieses Heferl reingetan und mache da drüber so Just Spice für Pizza und Pasta. Wie wird's? Ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, euch ein Stück unserer Pizza zu zeigen. Also das ist jetzt das Überbleibsel. Und hier am Tisch ist noch was. Und Moment, das ist noch übergeblieben. Dieses Stück hier und das. Den Rest haben wir verputzt. Ja, alles leer. Und ich hole da jetzt so ein Ding da. Was ist das? So ein Glasbehältnis. Vorratsding da. Ich weiß noch, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Und pack das jetzt in den Kühlschrank, weil das kann man noch gut aufwärmen. Ich mag Pizza vom zweiten Tag, sogar manchmal mehr als sofort. Das kommt jetzt in den Kühlschrank. Schauen wir mal, wo wir das noch reinstopfen. Ich muss dabei jetzt drüber. Jetzt muss ich noch das Bett beziehen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht und das wäre mal nötig. Die Family schaut hier Film. Die Lucy klaut. Papa hat nur eine Dose an, aber stabil. Ja. Wer klaut hier ein Skittles vom Tisch? Hast du gesehen, als ich gekommen bin, hat sie sich ganz schnell bemerkt. Lucy? Klaust du? Bist du ein Clown? Bisschen ein Fenster hier auf. Mein Gott, jetzt ist mir das Joke runtergefallen. Was ist los mit mir heute? Ja, hier habe ich so ein minimales kleines. Chogen Beauty Sammlungs, von ein paar Produkten hier im Schlafzimmer, aber die meisten sind im Badezimmer. Ja. Yeah. Fertig mit Bett machen, jetzt bin ich hier mit Lara und Luisa. Wir sind hier auf meinem Laptop. Diese zwei kleinen Affen möchten nämlich ein Halloween-Kostüm bestellen. Ich bin Pennywise. Und du? Fledermaus. Man wird auch immer ein Kostüm nicht sehen, also nur für Kopf. Okay, Philipp mag sich sicher nicht verkleiden, wie wir ihn kennen. Gut, ich mache jetzt das mit den kleinen Affen hier. Und wir sehen uns dann vielleicht morgen, vielleicht vlogge ich morgen. Mal schauen, wie es mir gesundheitlich geht. Ich habe jetzt gerade noch so ein Neocitran getrunken. Das ist so ein Erkältungsgetränk mit Paracetamol und so weiter. Mal gucken, für Halsweh und Husten. Diese kleinen Krokodile haben mich angesteckt. Okay, ich bin nicht dran. Well, nicht mehr. Sie hat mich angesteckt. Ja, okay. Tschüss.